Amita. Alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst? Ich bin genauso ein Krieger. Eine Kyrati wie die, aber die, die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Yes! Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Okay, also da ist einfach wieder so eine Mission, wo man entscheiden kann. Und zwar der Sindbad. Weil ja eigentlich so voll die traditionelle Scheiße von früher da halt wieder haben. Und sie ist halt voll fortschrittlich. Die Ammonitas. Und keine Ahnung, ist voll geil, wie man da voll in der Vergangenheit rumhockt mit dem traditionellen Gag. Also gehen wir da zu Ehren. Komm schon. Und hier, Pups. Ich bin dabei. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Du musst nur das Ziegelfabrik übernehmen, ohne sie zu zerstören. Wir werden sie noch brauchen. AJ, pass auf dich auf. Sie wird sehr gut bewacht. Akzeptieren. Easy, gut. Also, wo ist mein Helikopter? Gut, der ist da. Ah, also nach dieser Mission wird es dann so eine Folgemission vom Dienst geben, vom Sindbad. Abgesehen werden wir später. Gehen wir mal hier hin und ein bisschen Rebell machen. Also. AJ, Amita sagt, dass du mitkommst. Stock deine Munition auf. Der Havilda wartet auf dem Hügel auf dich. What? Ja. Auf dem Hügel. Voll easy. Bist du der Havilda? Das heißt so viel wie Kommandant. Ja. Die Fabrik nutzt Generatoren, um die Luft atembar zu machen. Zerstöre sie, dann müssen die Soldaten raus. Was immer du tust, richte möglichst wenig Schaden an. Oh, eins noch. Der Chemiker, der die Anlage leitet. Er gehörte früher zu uns. Amita will, dass er stirbt. Okay. Oh. Ja, alle wachen, das ist ja falsch. Hm.
Yo, Rampage! Alarm abschalten. Warte, bis das scheiß Auto vorbei ist. Gehen die Auto. Oh. Hä? Muss doch abschalten. Aha. Das war's. Der Rauch wird sie raustreiben. Geh da rein und töte den Chemiker. Wir ziehen uns zurück! Gruselig. Position halten! Schneid ihn ab! Los! What the fuck? Fall auf Droge, ey, voilà. Yeah! Alle, yeah!
Unterschied oder immer sie. Hä? Oh fuck, wo bin ich da? Du der Chemiker. Leute ständig, aber nicht mit mir. Ja, haben wir Hash dabei? Gib die Asche her. Los! Ricky Mate, Mate, ey, dude. What? Wie? Aber nein, es ist jedes Mal das. Verdammt, was ist denn hier los? Die Energie, die beim Tod frei wird, ist sowohl endlos als auch unendlich. Hä? Du warst schon mal auf der. Scheiße. Ist das Gas? Oh, jetzt, hä? Chemiker Lebensverdacht. Ich sollte ihn doch töten. Es ist Zeit, alles zu zerstören. Es ist an der Zeit, Badras Aufstieg zu den Göttern mit einem Donner einzuläuten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. What? Wir nehmen gerade den Sprengstoff. Komm da raus, solange du noch kannst. Wow, shit, ey, was läuft, ey? Der voll im Dörrbereich, shit, fuck, man, was läuft, ey? Alter, was läuft da, ey? Voll der Brainfuck. Boah, ist jetzt alles wieder normal, ey. Boah, lass mich da raus, ey. Oh, shit. Boah, da ist ja voll der Trip gesehen. So geil. Amita? AJ, was ist los? Hast du die Fabrik gesichert? Ist der Chemiker tot? Ja. Ja, es ist nur... Ich glaube, ich halluziniere. Das ist der Rauch, aber das wird wieder. Ich kann dir nicht genug danken. Wegen dir hat Kyra sowas wie eine Zukunft. Würde Sabal nicht immer nur zurückblicken, könnte auch er es sehen. Ja, easy, gut. Also, nach dieser gerade eine geile Mission ist da eigentlich wieder das Ende von dieser Episode. Und ja, merci vielmals fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.